Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer. Wie ich im letzten Video schon erwähnt habe, sind wir in der Nähe von Gibraltar. Und was liegt da näher, nicht mal nach England zu fahren? Und das machen wir zwar nicht, sondern wir laufen zu Fuß. Und mehr davon seht ihr dann gleich. Ja, jetzt sind wir also auf dem Weg. Laufen jetzt zur Grenze. Wenn einen hier eins verfolgt in den letzten Tagen, dann ist das der Wind. Aber die Sonne ist schon richtig schön da. Und hier neben, ich weiß jetzt gar nicht, ob das der Atlantik bereits ist. Weil wir sind jetzt schon, also das wäre jetzt Süden, also wäre das da dann Westen. Und Westen wäre ja eigentlich schon Atlantik. Und auf der anderen Seite dann das Mittelmeer. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also sage ich lieber mal nichts. Grenzübergang hat ganz gut funktioniert. War zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu verstehen, was sie eigentlich jetzt wollten. Bei mir haben sie irgendwie gar nicht geguckt, hatte ich das Gefühl. Andere sind zurückgelaufen. Warum die das so oder so machen, weiß ich natürlich nicht. So, und jetzt nochmal zur Richtigstellung, bevor sich hier einer beschwert. Natürlich sind wir nicht in England, sondern wir sind in einem Teil von Großbritannien, der politisch da halt dazugehört, wie ihr wisst. Wir sind hier in Gibraltar. Und das Fleckchen Erde gehört halt nun mal zum britischen Königreich. Ja, wir haben jetzt gleich eine Tour gebucht und gucken uns hier mal so ein bisschen was an. Am interessantesten ist natürlich der Berg selber. Und sind mal gespannt. Der erste Amtsakt ist hier natürlich über die Start- und Landebahn zu laufen, wie man hier schön im Hintergrund sehen kann. Lade ich mir jetzt gerade hier über die Landebahn. Und da muss man auch drüber, weil ansonsten kommt man nicht in die Stadt Gibraltar. So, hier noch ein Fun Fact. Ich glaube, ich muss mal näher kommen, sonst versteht ihr gar nichts. Die fahren hier so wie wir. Da wird also hier nicht die Straßenseite gewechselt, obwohl es zu Großbritannien gehört. Das ist schon sehr interessant. Aber es ist wirklich sehr einfach, hier rüber zu kommen. Sowohl als Fußgänger als auch als Autofahrer. Da waren heute keine besonders großen Schlangen. Wir sind jetzt mittwochs da. Das hält sich in Grenzen. So, jetzt sind wir wieder ein Stück weiter gelaufen. Was ihr hier im Hintergrund sehen könnt, auf dem Berg, das ist Morrish Castle. Glaube ich. Aber ich versuche es nochmal näher ranzuholen, damit ihr das seht. Halt einer dieser Überbleibsel der Vergangenheit, glaube ich, die man auch heute besichtigen kann. Ob wir das heute sehen, weiß ich nicht. Ja, dummerweise ist jetzt die Tour gecancelt worden. Das müssen wir halt auf eigene Faust erkunden. Aber es sollte auch gehen. Das müssen wir halt nur mal in eine andere Ecke gehen. Es plagt ein wenig an Hüngerlein. Jetzt suchen wir mal was zu essen. Wir sitzen heute bei Papa Luigi und essen mal traditionell hier eine Pizza, was gar nicht so abwegig ist, weil ja ein Teil der Bevölkerung angeblich auch aus Italien stammen soll. Wir sind die Sam. Hi. Und der Ben. Moin. Wir sind jetzt wieder raus hier, hatten gerade unsere Pizza, die war sehr gut. Also kann man empfehlen, ein schöner Holzofen, eine sehr dünne Pizza, sehr aromatisch, nette Leute. Man kann hier sämtliche Sprachen sprechen, logischerweise. Offiziell ist Englisch, aber die meisten reden irgendwas anderes. Und jetzt gehen wir mal auf eigene Faust hier Gibraltar erkunden. Wir sind jetzt hier auf so einem hübschen Platz mit Eukalyptusbäumen hier im Hintergrund. Möglichkeiten, das zu essen oder zu trinken. Und auch der Polizeistation gleich nebenan. So gehört sich das. Aber wenn man jetzt mal hier hinter mir schaut, das sieht schon sehr schön aus. Und überall die Orangenbäume.
Und überall findet man so kleine Plätze zwischen den Häusern, die einladen zum Sitzen und einfach mal zu genießen. So, wir wollen jetzt mal probieren, zu Fuß hier hochzulaufen. Kostet aber immer noch Geld, wenn man zu Fuß auf den Berg will, weil das irgendwie so ein Dingspark ist. Und es ist wahrscheinlich auch sehr steil. Die Dame sagte was von, das dauert 4 Stunden. Da sind wir ja mal gespannt, ne? Hier ist der nächste Hinweis der Schnitzeljagd. Und es geht weiter bergauf. Hier sind auch so kleine Rinnsale für eventuell Regenwetter, gehe ich mal von aus. So, der nächste Hinweis zur Schnitzeljagd. Und es geht weiter bergauf. So, hier ist der nächste Hinweis zur Schnitzeljagd. Das hier ist aber auch sehr schick, da hat einer eine Krake an die Mauer gemalt. Hat sich richtig Mühe gegeben. Ja, es geht immer noch weiter hoch. Es sind diesmal Stufen. Die haben es nicht einfach nur steil gehalten, so wie in Malaga. Aber deswegen ist es trotzdem ein bisschen anstrengend. Aber man sieht natürlich auch ein bisschen was auf dem Weg hoch, was man eventuell nicht sehen würde, wenn man mit dem Cablecar hochfährt. Ja, und man tut halt auch was für das Herz-Kreislauf-System. Wunderbar. Das ist ja auch mal süß. Home sweet home. Beware of cat. Und da kann sie dann sich reintun. Da unten hat sie ihre Futternäpfe. Die Mitstreiter machen mal ein Trinkpäuslein und genießen den Ausblick. Wie ihr im Hintergrund vielleicht sehen könnt, ist dort nämlich auch schon wieder der Ozean zu sehen und das spanische Festland natürlich. So, die Schnitzeljagd geht weiter. Nächster Hinweis gefunden. Jetzt müssen wir links abbiegen. Nun werden wir mal ein bisschen erlöst von den Treppenstufen und dürfen dafür eine Steigung hochlaufen. Ist ja mal eine andere Gangart, ist ja mal eine Abwechslung. Aber hoch geht's trotzdem noch. Nächster Hinweis gefunden. So, wir haben jetzt den Eintritt bezahlt. Der liegt ungefähr bei 13 Pfund. Und direkt nach dem Eintritt, wo wir hochgekommen sind, geht es jetzt hier schon in das Morrish Castle. Allerdings haben wir jetzt nur circa bis kurz vor 6 Zeit, um uns das alles hier anzuschauen. Und hier ist jetzt praktisch das Castle und eine herrliche Aussicht. Und natürlich eine Kanone darf nicht fehlen bei sowas, ne? Ist klar. So, hier haben wir jetzt einen kleinen Blick auf die spanische Stadt. Gleich hinter Gibraltar und die Landebahn. Und auch die Stadt selber mit ihrem Hafen. Was ihr jetzt erkennen könnt, bei genauem Hinsehen, ist der Strand, wo wir heute Nacht gestanden haben. Er ist nämlich genau dort. Und wenn wir jetzt hier mal einen Schwenk machen, dann sehen wir auf der Seite das Mittelmeer und die große Landebahn, die dann im Wasser endet. Und dann auf der Seite dann halt der Rest von der Straße von Gibraltar und im Hintergrund die Berge von Marokko. Jetzt geht's hier wieder durch den Gang nach unten. Man sollte halt nach Möglichkeit schwindelfrei sein, wenn man das hier macht. Weil hier seht ihr Ben laufen und da geht's richtig schön runter. So, wenn man eine Reservierung hat und dafür Geld ausgeben will, kann man auch hier in die World War II Tunnels reingehen. Und wenn nicht, geht es hier halt einfach weiter den Berg auf. Aber für diese Tunnel muss man extra zahlen.
und brauche auch eine Führung. Da darf man nicht auf eigene Faust rein. So, hier sehen wir jetzt eine Ausstellung. Na, schauen wir mal, ob wir da reingehen. Ich glaube, in dem normalen Ticketpreis ist das mit enthalten. Kann man eigentlich für diese 13 Pfund all diese Dinger rein, außer die Zweiten Weltkriegstunnel. Ja, hier haben wir jetzt den Eingang. Auch ein bisschen untermalt. So, hier in der Ausstellung haben wir jetzt natürlich so ein paar Mannequin aufgestellt, die halt zeigen sollen, wie die hier früher rumgelaufen sind und was sie so gemacht haben. Und es gibt auch einige Tafeln, da sind halt Knöpfe, da kann man drauf drücken, um sich noch ein bisschen mehr erzählen zu lassen. Der erste Affe von Gibraltar. Er wird uns gleich die Kamera klauen. Nein, nein. Das ist einer der kleinen Sträßchen. Man kommt hier ja nur zu Fuß hoch oder mit so kleinen 8-Personen-Vans. Oder alternativ gibt es hier so kleinere Busse, die hier hochfahren und das Cable Car. Oder ich glaube Taxis, so. Ansonsten dürfen nur Einheimische hier mit ihren eigenen Fahrzeugen hochfahren. Und alle anderen müssen ja auch bezahlen, egal wie sie rein wollen. Jetzt haben wir hier die Willys Road. Auch wieder mit einer kleinen Wumme. Das ist hier einer von den Bussen, die hochfahren dürfen. So, hier sind jetzt die Great Siege Tunnels Entrance. Wenn wir gleich mal reingehen. Wir gehen jetzt hier in die Tunnel rein. Das ist jetzt der erste Teil. Okay, was gibt's hier? Natural Spring Water. Ein halber Liter kostet 3 Euro. Aber die Dosen sehen schon geil aus. Kann man hier kaufen. Für 3 Euro kriegst du woanders aber auch fast 20 Liter, wenn es reicht. In dem Tunnel sind auch immer noch so Ausstellungen drin. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen und hören. Hier sieht man auch ganz schön die Verteidigung. Mit den Kanonen haben die dann praktisch Gibraltar verteidigt. Hauptsächlich gegen das Festland. So, das einzige Problem, was ich glaube, was man hier hat, ist, wenn man von oben in den Tunnel reingeht, geht es immer bergab. Da stellt sich die Frage, wo kommt man raus? Das ist jetzt nicht sonderlich schlimm, wenn man hier nach unten geht. Nur man ist ja gerade das ganze Stück hochgelaufen. Wenn man jetzt runter geht und muss dann wieder hochlaufen, das wäre natürlich ärgerlich. So ein bisschen rennt uns nämlich die Zeit auch weg. Aber mal sehen, wie weit das hier noch nach unten geht. Ja, worum es hier eigentlich immer geht, in diesem ganzen Tunnelsystem oder auf Gibraltar, das war die Verteidigung von Gibraltar gegen eine Armee von Spaniern und Franzosen. Und da haben sie halt standgehalten und daher wurde das der Great Siege genannt. Wir sind jetzt auf einer Straße und laufen zu den nächsten Attraktionen. Das ist ein ganz schönes Stück, das glaubt man gar nicht. Vor allem geht es auch schön bergauf wieder mal. Und man hat halt einen traumhaften Blick auf Stadt Gibraltar. Und die verschiedenen Einrichtungen mit den kleinen Häfen für die normalen Schiffe, für die großen Schiffe. Und wie die auch hier, die haben ja Land aufgeschüttet, um den Raum zu vergrößern. Sieht man eigentlich auch ganz gut. So, hier das ist jetzt die Mauer. Da unten ist einer der Punkte, wo man halt Affen besichtigen kann. Da sitzt auch einer auf der Mauer. Und hier geht es halt dann die Mauer hoch. Da kann man halt jetzt bis da oben hin. Wenn man lustig ist, kann man da hochklettern. Ja, wenn man jetzt die ersten Treppen hochgeht, ist man etwas außer Atem. Und wenn man Glück hat, findet man noch mehr Affen. Wie hier zum Beispiel. Und die sind sehr gut damit beschäftigt, sich zu entlausen. Und chillen hier mal eine Runde. So muss das sein.
Jetzt sind wir in der St. Michael's Cave und schauen uns hier mal die Tropfsteinhöhle an. Das Besondere an der Höhle ist ihre Beleuchtung, weil sie stimmungsvoll in Szene gesetzt wurde. Wie schon gesagt, hier finden manchmal Konzerte statt. Das muss wohl auch ein sehr schönes Ereignis sein. Ich denke, mit der Perspektive kann man sehr eindrucksvoll sehen, wie weitläufig auch die Höhle ist. Also es hier ist im Eingangsbereich schon richtig viel Platz bereits. Wenn man jetzt hier runterschaut, dann gibt es hier noch weitere Höhlensysteme, die verbunden sind. Leonard's Cave, glaube ich, heißt eins davon auch noch. Und die wurden dann nach und nach entdeckt. Das sind dann halt kleinere Gänge, durch die man dann gekrabbelt ist, bis man die anderen Höhlensysteme gefunden hat. Also es ist schon echt phänomenal, auch die Höhe, die man hier hat. Das ist schon Wahnsinn. So, hier geht's jetzt noch mal runter in den Keller sozusagen. Das habt ihr ja gerade von oben gesehen, von der Brücke. Und jetzt sind wir hier nochmal unterwegs und laufen hier runter. Bin mal gespannt, was hier noch so alles ist. Also auf der anderen Seite geht es auf jeden Fall wieder hoch. Wir gehen jetzt diesen kleinen idyllischen Pfad nach oben, kommen ja gerade aus der Höhle. Das scheint jetzt eine kleine Abkürzung zu sein. Dieser Pfad muss auch mal Teil von einem James Bond Film in den 87er Jahren gewesen sein. Und ist halt auch steil und nicht wie die meisten anderen Wege halt nicht betoniert. Und es riecht überall klein wenig nach Affen, weil die haben schon so einen gewissen Körpergeruch. Das hat man das Gefühl, stellenweise man ist hier im Zoo. Ich bin mal gespannt, wie weit dieser Pfad geht, und wir hoffen jetzt, dass der Pfad auf diese gläserne Plattform führt. Das heißt, das ist, wie man es halt vom Grand Canyon kennt oder sowas, eine Glasplattform, von der man dann halt nach unten gucken kann und wohin überall mal genau gucken kann. Das ist ja genau das, was wir herausfinden wollen. Da kann ich mehr zu sagen, wenn wir dann dort sind. Ja. Affen haben wir jetzt schon massig gesehen. Die gibt es hier also echt häufiger. Also hier bekommt der kleine Weg ja noch eine richtige. Mich würde es mal interessieren, ob der jetzt zu Ende ist oder ob es hier weitergeht. Also hier durch diese hohle Gasse muss er kommen. Wird ein bisschen eng. Aber man kommt gerade so durch. Und jetzt sieht man halt hier noch, hier unten kann man reingehen. Ich weiß zwar nicht, ob das gewollt ist, dass die Tür offen ist. Aber theoretisch kann man hier noch reingehen und ich glaube, hier geht es nicht weiter. Ja, was wir von oben gesehen haben, dann ist das hier jetzt von unten. Das hier sieht aber schon alles ein bisschen neuer aus, wenn man hier so genau reinguckt. Und hier ist es offen. Wir sind jetzt durch die geheimnisvolle Tür gegangen und befinden uns jetzt auf der anderen Seite der verschlossenen Tür. Tada! Und hier kann man halt jetzt noch ein bisschen gucken. Aber wie alle Ruinen, die mal zugänglich waren, findet man hier neumodische Höhlenmalereien von irgendwelchen Menschen, die nichts Besseres zu tun hatten.
Und hier sieht man jetzt auch ganz schön die Ostküste. So, dann gehen wir mal wieder raus aus dem Gemäuer. Naja, wirklich viel zu sehen gibt es hier ja dann doch nicht, ne? Man hat halt mal ausnahmsweise einen Blick zur anderen Seite vom Gebäude. Aber es ist ganz schön. Hier sind gerade bestimmt 10 Affen entgegengekommen. Kleine, große, Männer, Frauen, Babys, alles. Boah, das ist so schön hier runter zu gucken. Am besten ohne Höhenangst natürlich. Das ist echt toll. Und hier auf der Seite ist die Sonne. Und die andere Seite. Und hier unten ist der Affe. Und da oben ist der Ben und die Lisan. Das tragische Ende meiner Erdnüsse. Und mein... Und der Clip ist auch noch weg. Sei denn, da ist die Tüte gleich verfallen. Also hier sind wir jetzt auf der gläsernen Plattform, wie wir sehen können. Wir haben uns wieder gefangen, nachdem der blöde Affe da auf meinem Rucksack rumgeturnt ist. Da kam ja dann ein zweiter, ist auch noch drauf rumgehüpft. Ist schon unangenehm. Und hier unten sieht man ganz schön die kleine Küstenstraße an der Ostküste. Ist wirklich hübsch gemacht. Und dann hier halt die Steilküste. Im Berg können wir hier noch einen schönen Fußweg sehen. Der führt dann bis da oben hin. Und da hört auch die Mauer auf, die man hier als direkte Abkürzung praktisch nehmen kann. Und dann geht's hoch. So, und nachdem ich jetzt Opfer von so einem Affenangriff geworden bin, ein Tipp. Nahrungsmittel und ähnliches oder generell nichts am Rucksack lassen. Ich hatte das in der Wassertasche außen gehabt und der hat mir den einfach, die waren so nur noch so ein Päckchen Nüsse, das hat er da rausgezogen. Ne? Wenn da halt irgendwas anderes drin ist, ziehen die das zur Not auch noch raus. Und ja, dann ist es halt fort. Und was hier auch noch von hier relativ schön gut, das ist ein bisschen diesig, aber man sieht halt schon Marokko von hier auch. Und nun ist da ein Äffchen und hier ist eine Brücke. Und auf der Brücke sind keine Affen, sondern Möwen. Diese Brücke hier ist wirklich eigentlich toll. Also für jeden, der mit Höhe jetzt so eher weniger ein Problem hat, der wird sie lieben. Die schwankt ein bisschen, wenn man drüber läuft. Vor allen Dingen, wenn hinter einem der Ben noch Faxen macht und rumhüpft. Müssen wir mit Faxen machen. So. Gibt aber auch noch einen Weg außenrum, wenn man das möchte. Aber lasst euch gesagt sein, in Gibraltar kann man einiges erkunden. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also da kann man auch, wenn man jetzt die Stadt sich ein bisschen besser angucken will und mal einkehren will an einem Café oder im Restaurant oder sowas. Und dann den Berg plus Führung und die ganzen Tunnel und alles. Da kann man echt viel Zeit investieren hier. Hinter mir seht ihr nochmal die Brücke. Ich bin schon ganz schön zerzaust durch den Wind. Der bläst hier aber auch ohne Ende. Und wir suchen halt jetzt einen Weg zurück ins Tal. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach unten. Sind hier nochmal hier an dieser Devil's Gap Battery von 1902 angekommen. Da sind jetzt, obwohl jetzt alles schon natürlich geschlossen hat, kann man hier noch in so diese, sag ich mal, neumodischeren Abwehrgeschütze kann man sich hier noch anschauen. Die sind noch zugänglich. Das sind aber auch ganz schöne Krawenzmänner hier. Also hier sehen wir jetzt von hinten eine. Und ich weiß gar nicht, die sind auch auf einer drehbaren. Jetzt müssen wir hier mal einen gewagten Schritt machen, weil hier unten Lücke zur Mut, nee, Mut zur Lücke, so rum. Und hier vorne ist das Rohr natürlich. Und die können, glaube ich, bis zum spanischen Festland können die ballern. Und die Rohre sind noch nicht mal verschweißt vorne, die sind noch offen. Das finde ich auch sehr interessant. Und man kann jetzt von der einen
zur anderen laufen, wenn man das möchte. Also wir können jetzt hier durch diesen kleinen Pfad, ich weiß, ihr seht ihn gerade nicht, hier, Pfad, kann man jetzt noch zu der anderen laufen. Ja, und dann gibt es hier neben noch einen kleinen Weg, da kommt man wieder raus. Wir sind jetzt wieder hier unten in der Stadt, sind bei der Kathedrale rausgekommen, sind vorher noch bei so einem bescheidenen Holperweg entlang gelaufen, haben uns fast das Knie verrenkt und laufen jetzt wieder zurück zur Grenze. Wir müssen ja noch wieder zurück nach Europa, kann man ja jetzt sagen. Wir sind jetzt wieder zurück. Wie ihr seht, sitze ich hier in meinem Bus. Gibraltar ist wirklich schön zum Angucken und wenn man die Zeit hat und hier in der Ecke ist, sollte man das wirklich machen. Obwohl das eine relativ kleine Insel ist mit 6,4 Quadratkilometern, gibt es eine Menge zu sehen und auch interessante Dinge. Also ob das jetzt die Great Siege ist, also die Verteidigung gegen die Spanier, oder auch Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Da kann man sehr viel sehen, historisch gesehen, auf dem Berg. Die Affen, die sind, naja, es war halt nicht so toll, dass die einmal im Rucksack springen oder die Sachen aus dem Rucksack fischen oder sowas. Ich meine, hauptsächlich natürlich Nahrungsmittel. Die klauen dir jetzt, denke ich mal, keinen Fotoapparat oder eine Geldbörse oder sowas. Das werden die jetzt nicht klauen. Aber es ist halt schon ätzend, dass die so so zahm gegenüber den Menschen sind, sage ich mal, dass sie da so gar keine Berührungsängste mehr haben. Die Altstadt ist auch wunderschön. Es gibt viel zu entdecken. Es gibt viel zu entdecken und es ist wirklich ein Besuch wert, kann man abschließend sagen. Wir sind jetzt natürlich sehr, sehr weit gelaufen. Ich glaube 26.000 Schritte oder irgendwie wie 16 Kilometer oder was das waren. Die tun einem halt schon die Füße weh. Da muss man halt mal gucken, dass man dementsprechend Schuhwerk anhat oder manche Wege abkürzt, dass man dann sagt, ich fahre doch mit der Seilbahn hoch oder ich nehme ein Taxi oder einen kleinen Bus oder einen Bus oder je nachdem, mit wie vielen Leuten man da sind. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auf den Berg hinaufkommt. Und dann ist auch wichtig, dass man sich die Touren anguckt, die es dort gibt, um auch zu verstehen, was man sich selber antun kann. Also zum Beispiel auf dieser Karte, die man bekommt, so eine blaue Tour oder sowas, ist jetzt für jemanden, der, sag ich mal, nicht so gut zu Fuß ist, nicht zu empfehlen. Es gibt auch ein paar Strecken, die für Menschen mit Höhenangst nicht sehr geeignet sind, weil Absperrungen natürlich vorhanden sind. Aber oftmals ist es halt nicht so, dass man zu 100% gesichert ist, überall wo man geht und steht. Also da, wo ich die Erdnüsse abgenommen bekommen habe von dem Affen, da war zwar auf der einen Seite eine Mauer, wo es dann auch wirklich runterging an die Ostküste, das ist dann so ein steiler Abhang von dem Berg, aber auf der anderen Seite war jetzt keine große Absperrung. Also da hätte man schon ein bisschen fallen können, zwar jetzt nicht so tief, aber da hat es halt dann gefehlt, ja, und das muss man sich halt auch bewusst sein. Man muss halt aufpassen, weil die Anwohner, die heizen da über diesen Berg, das ist zum Teil schon sehr interessant. Ja, und das war's mit dem Video für Gibraltar. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und falls ihr noch Fragen habt, lasst doch einfach einen Kommentar unten in den Kommentaren da. Und ich versuche die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.